Hochverehrtes Publikum, an dieser Stelle erfreuen Sie sich nun bitte an folgendem Geräusche. Das tut nämlich bedeuten, auch das Rauschen tut nämlich bedeuten, dass ich diesmal wieder Ton dazu aufnehme. Und zwar habe ich den Schieberegler nur auch hoch und die Aufnahme läuft und dann legen wir mal los mit Ganze. Haben wir denn auch Fokus bitte? Da kümmere ich mich gleich drum. Ich tue jetzt erstmal laden und dann sehen wir uns gleich wieder in Brainstar. Los geht's. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Fokus ist heute nicht so mein Freund. Übrigens, dieses Tönchen, was ihr da gerade so gehört habt, spiele ich jetzt nochmal ein. Cool, ne? Das ist Metroid Metal. So, und die Musik, die jetzt gerade im Hintergrund läuft, ist, habe ich glaube ich schon mal an anderer Stelle eingespielt. Von Metroid Metal. Saugeil. Ich kann nicht genug Werbung dafür machen. Also wie gesagt, die Alben kosten 5 € oder sowas, plus ein bisschen Versand aus den USA. Es gibt auch mittlerweile, glaube ich, von den Alben Variasuit und nicht Other Album, sondern von Variasuit und wie heißt es? Das andere halt. Müsste ich nachgucken. Sorry, vergessen. Gibt es auch mittlerweile so ein Doppel-Digipack für nicht viel und so. Ist cool. Other Album ist das neueste Album. Sind auch ein paar ganz nette Tracks drauf. Zwar nicht ganz so viele wie auf den anderen beiden, weil die neueren Spiele jetzt. Ach, egal. Hört rein, ist geil. Gibt's auch irgendwo kostenlos und sowas. Naja. So. Draußen bimmelt die Glocke. Hier, jetzt mittig in Feld, Mitte, hier im Bildschirm, komme ich, glaube ich, erst mit den Powerbomben rein. Darum gehe ich nicht nach links. Hier oben weiter komme ich auch nicht wieder zurück nach Criteria, weil mir da, glaube ich, noch der Icebeam fehlt. Ich wollte ja nicht spoilern, aber da hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass der. Ich werde sowieso spoilern, also na, also da brauche ich den Icebeam, fertig. So, Meridia komme ich jetzt auch noch nicht hin. Darum weiß auch gar nicht, was da oben so ist, aber ich gehe jetzt einfach mal hier wieder down nach Norfair. Ohne Gemettel jetzt mit. So, also dann würde ich mal sagen, gehen wir mal los. Die Aufnahme läuft, die Aufnahme läuft, die Aufnahme läuft. Ich denke mal. So. Mit der Steuerung. Zack. Na. Ach, ist mir doch bewusst, dann kriege ich halt ein bisschen Schmerzen ab. Zack, zack, hier aber auch. So. Bam, bam. Bam, bam, bam. Hab ich gesagt. Bam, bam, bam. Bams, bams. Zack, zack. Ruckzuck sind die Backen bundisch. So, hier unten linkes, da tun wir drin gewesen sein. Und hier geht es jetzt erstmal wieder nur rauf. Noch ist der Fokus da, wir sind begeistert. Meine 55 Wochenstunden habe ich übrigens voll und mein Laptop steht hier neben mir und rechnet. Aber naja, so. Also ja, auch beim Fall. Oh, der Fokus. Oh, der Fokus. Ja. Immer noch besser als nix, aber so viel richtig gut ist es jetzt auch nicht, ne? Naja, wird schon gehen. So, Karte, Karte sagt, hier gibt's nicht viel, außer dieser einen Safe-Station da unten bisher. Ach ja, ich erinnere mich, ich habe die Reise neulich abgebrochen. Die Steuerung kann ich aber heute gar nicht so gut. So, hier können wir jetzt aber rein, weil wir haben ja kürzlich die Varia-Suit ergattert. Und wir können hier rein, aber.
ist halt ein bisschen eng. Darum würde ich sagen, vergessen wir diese Idee einfach mal. Unten können wir jetzt leider auch noch nicht rein. Ich glaube, mit dem Bombjump kommen wir nicht ganz so hoch. Unten können wir, wie gesagt, leider auch noch nicht so wirklich rein. Da sowieso noch nicht. Bam, 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 bam. So, unten fehlt uns ja die Dingensbummens hier, wie wir uns geeinigt hatten. Die Dingensbummens, Bummens, Dingens. Irgendwas zum Durchkommen, meine ich, ne? Schade, aber wie ihr seht, es brutzelt mich jetzt nicht mehr so. Ich trage die Mütze übrigens nicht aus modischen Gründen, sondern eher aus wehleidigen Gründen. So, naja. Lieber eine Powerbomb, Supermissile als Energie. So, hier kommen, geht's auch nicht durch, ne? Doch, das ist ein Durchgangszimmer. Ah, ein Durchgangszimmer, wie schön. Wir speichern aber nicht, sondern wir spielen erstmal noch ein bisschen weiter. Oh, ich fail ja hier wieder mal eins nach dem anderen. Also kurz gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin muss. Darum gehe ich jetzt einfach weiter. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Hier links wisst ihr nicht, wie es weitergeht. Oben links fehlt mir noch ein Item. Vielleicht können wir ja da hinten doch mit dem Bombjump weiter. Aber nee, so hoch kann man mit dem Bombjump nicht. Nee. Hat jemand eine schlaue Idee? Na, ich meine, wenn man das jetzt alles irgendwie so schnell kombinieren könnte. Zack. Und da oben rein. Nein. Ah, ich weiß es. Fail. Epikerweise. Fail. Wir machen uns das jetzt nämlich ganz simpel und bumm. Cool, gell? Ja. Das ist der Rhythmus, bei dem ich mit muss. Und dein Hund ist schwul. So, dann, da ginge es weiter. Hier links gibt's nicht viel. Hier jetzt noch, ich trete jetzt, glaube ich, habe ich glaube ich noch nicht gemacht. Ich trete jetzt den Beweis an, eine Supermissile ist so viel wert wie 5 normale Missiles. Bah. So. Ich weiß gar nicht, wer immer damals so auf die ganze Idee gekommen ist, diese ganzen Items rauszufinden, wo sie liegen und sowas. Also, ob mein großer Bruder die damals alle gefunden hat, oder ob er sich das alles aus Club Nintendos und sowas, na, das ist jetzt auch hier, ne? Hier brutzelt es übrigens doch, darum wollte ich da eigentlich nicht rein, ob er sich das Ganze aus Club Nintendos zusammengelesen hat, irgendwo, Google gab es damals noch nicht. Ja, es gab Zeiten, da gab es kein Internet. Oder wie er da rangekommen ist. Aber sowas hier. Sowas. Na? Na? Item Nummer 17. Oh, ich wollte aufhören rumzusechseln. Die Sachsen hassen mich bestimmt mittlerweile schon dafür, weil sie sich verarscht fühlen. Ja. Weiß ich auch nicht. Wie gesagt, solche Sachen lernt man von seinem älteren Bruder. Bäm! Keine Ahnung wieso. So, wir sind gerade auf der Suche nach der nächsten Safe Station, denn hier brutzelt jetzt die Brutzelkacke hoch. Oh Mann, ich rede wieder. Fäkalitäten hier. Das ist ja unfassbar. So, wir sind quasi auf der Suche nach dem nächsten, nach der nächsten Safe Station. Weil, falls ihr das so noch nicht so ganz mitgekriegt habt. Hier, habt ihr gerade gemerkt, es hat geleckt. Das war auf dem Super Nintendo nicht der Fall. Wer sicherlich gemerkt hat, mache ich das ja irgendwie immer so. Ich spiele von Safe Station zu Safe Station. Und, darum sind wir gerade auf der Suche nach der nächsten. Dann sind die Folgen eigentlich meistens relativ kurz und angenehm und so. Na, du Luder, du Dreckiges. So was? Nein, da gibt's nichts. Ich weiß, ich kann doch einfach dran vorbei. Ist ja gut, aua. Hier gibt's auch nichts. Offensichtlich nicht. Nee, gibt's nix. Okay, dann in den nächsten Raum. Ist noch Fokus da? Na ja, es geht. Ach, dieser Raum. Ich hassliebe ihn. Also, ich mache jetzt kurz was und dann weiß ich auch, wo die nächste Safe Station ist. Also zum einen gibt's hier ganz viele Räumlichkeiten, die irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Aber hier durch das Geblubbel beispielsweise kann man sich durchpurzeln lassen. Und dann kriegt man da eventuell noch so ein bisschen mehr. Nämlich... Ich wollte es lassen. Ne? Item Nummer 18. Gelle. Ich
weiß jetzt gerade so, gar nicht so genau, warum der da ist. Ob der mir irgendwas sagen will oder nur nerven will. Ich glaube, er will nur nerven. Darum hüpfen wir einfach drumherum und wieder raus. So, Item Nummer 18 habe ich geholt. Dann hole ich mir gleich nochmal quasi ein bisschen blutige Nase. Nämlich, weil jetzt kommt der hier wieder hoch und ich muss ihn jetzt erstmal quasi plätten. Ja, früher suchte man noch irgendwie, weil man dann doch nicht wusste, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter oder sowas. Und da ging man dann tatsächlich auf die Suche. An welcher Stelle scheint es denn jetzt irgendwie logisch, dass man, oder nicht logisch, aber an welcher Stelle von dem Raum könnte denn jetzt quasi noch ein geheimer Durchgang sein oder sowas? So, 18 Items hab ich. Hier ist wieder so ein komischer Raum. Hier geht's nochmal upwards. Aua, das war jetzt nicht so gut. Ja, ein lästiger Typ. Und an dieser Stelle nochmal lästiges Gedöns, weil wir da nämlich nicht so durchkommen, wie wir uns das vorstellen wollen. Gab's da was? Nee, gut. Darum gibt's hier hinten noch ein Türchen. Der Fokus geht gerade noch so. Oh, kennt ihr das? Ein Déjà-vu. Ihr erinnert euch vielleicht. Habe ich schon mal irgendwo genannt. Hier braucht man einen Speedbooster. Mit Spoiler. Also, quasi so für die Bodenhaftung und so. Habe ich die Aufnahme gestartet? Das wäre jetzt wieder weg. Ja, ich habe die Aufnahme gestartet. Schade nur, dass die Super Nintendo-Ausgabe halt sehr leise ist, ne? Ich habe auch keine Lust, dann zu viel hinterher noch an der Aufnahme dann rumzuschustern und dann eventuell große Qualitätsverluste zu machen, dadurch, dass ich es in Audacity, damit nehme ich auf, in der Audacity quasi hochschraube den Pegel und dann hinterher nochmal eventuell in Nero oder sowas, weil so Doppelbearbeitung sollte man ja irgendwie vermeiden, ne? Hat ja eigentlich immer nur Qualitätsverluste zur Folge. So, wie ihr seht, gibt's hier noch vieles und nix. Ich glaube, hier gibt's auch nichts, aber ich bin nicht ganz sicher. Wir legen mal vorüber mal so ein paar Bomben. Gibt auch andere, die das tun. So, 18 Items. Hier, das ist eigentlich prädestiniert für eine Speicherstation. Nein, hier gibt's was zum Aufladen. Das mag vielleicht auch seinen Grund haben, man weiß es nicht. Ups. Ja, wahrscheinlich genau diesen. Ich bin einfach zu blöde. So, eine Decke gibt's also ohne weiteres erstmal auch nichts. Der Raum scheint verdächtig, ne? Also, ich wüsste jetzt aber gerade nicht, ob es da noch was gibt. Wieso ist dieser Raum so verdächtig? Also, die Aufnahme zeigt jetzt 12 Minuten. Ich werde nicht viel wegschneiden können, darum wird es wahrscheinlich am Ende auch dabei bleiben. Der richtet sich nach euch. Also quasi, wenn ihr jetzt quasi, wenn er hochkommt und ihr dann einen auf den macht oder sowas, ne, dann... Na, Lude. Sagen wir nicht. Wo ist besser, oben oder unten? So. Kann mich auch mal gerade hinsetzen, ne? Oh, hier macht's. Aber da will ich jetzt gerade erstmal noch nicht hinein. Darum gehe ich jetzt erstmal hier herunter, gucke in diesen Ecken. Aber ich glaube, hier in diesem Raum ist nichts. Aber sie sehen so aus, als müsste da was sein. Ach, da ist, glaube ich, was, gell? Schöne Sache. Oh. Also quasi eine sinnlose Reise. Man könnte es nochmal hier versuchen, aber da scheint auch nichts zu sein und hier unten gibt es auch nichts. Und die Powerbomben haben wir immer noch nicht verludert. Ich sollte mit diesen Kraftausdrücken aufhören. So, dann sehen wir jetzt einfach zu, dass wir schnell wieder meinen Rundgang beenden. Oh! Und dann... Das da rechts ist komisch, ne? Was da so rechts jetzt am Bildschirm raus wackelt. So, ganz, ganz rechts, dieser kleine Streifen, dieser silberne, ne, der sieht einfach halt aus wie so ein, wie dieser Ring von den Türen. Du da oben rotzt jetzt auch deinen Schnodder hinaus und dann marschiere ich an dir vorbei. So. Habe ich gerade irgendeinen Satz begonnen und nicht beendet? Ja, ich wollte meinen Rundgang beenden, habe ich gesagt, ne? Ja, genau. Darum beende ich den jetzt auch, indem ich jetzt quasi hier wieder rauskomme und dann quasi so circa in der Nähe von der Safe Station bin. Ich habe viel gesehen, was ich künftig brauchen könnte. Beziehungsweise, wo mich mein Weg künftig hinführt. Na?
die kennen wir ja auch noch. Criteria, ganz oben, ganz am Anfang. Ich bin früher, haben die mir nie so wehgetan wie jetzt, wo ich das Spiel spiele. So, weiß jetzt, was mich hier erwartet, nämlich ich komme hier nicht durch. Oh nein, wir werden alle sterben. So, das weiß ich. Ich weiß gar nicht, wofür ist der da hier so als vereinfachter Ausgang oder sowas. Um oben sinnvoll weiterzukommen, fehlt mir aber auch noch ein Item. Nämlich quasi hier, wir können ja schon mal die Tür öffnen quasi. Um hier sinnvoll weiterzukommen, fehlt mir auch ein Item. Glaube ich. Vielleicht irre ich mich auch gerade. Oh Mensch, Item Nummer 19. Wunderbar. So, aber jetzt kommen wir erstmal nicht mehr weiter. Weil da ist nix. Und wie gesagt, da fehlt uns ein Item. Ich hab erwähnt, dass uns ein Item fehlt, oder? So, hier kommen jetzt. Eins. Zwei. Ich dachte, früher flogen die geometrisch harmonische, also quasi immer so schön im 45-Grad-Winkel weg. Aber das war wahrscheinlich bei Super Mario Land 2. So, oh Mensch, ganz viele Bubble. Blubbeln, große Blubbeln, kleine Blubbeln, weite Blubbeln. So, und damit das jetzt Ganze hier nicht so... Ne? Die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. So, damit das Ganze jetzt nämlich immer zu einem sinnvollen Abschluss kommt, hüpfe ich jetzt hier rein. 16 Minuten, tut mir leid, das dauert, das kann ich nicht mehr direkt aus Nero uploaden, weil da ist die Begrenzung bei 15 Minuten. Achso, would you like to save? Yes, danke, tschüss, bis gleich. Ich werde jetzt gleich im Anschluss weiter aufnehmen, aber ihr habt das Pech, dass ihr dann noch